Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wieder bei einer Aufnahme hier auf dem Kanal Oberspielt. Und heute fange ich gleich mal mit einer Korrektur an. Da muss man mal hier das, mal das andere Fenster aufmachen. Und dann gehe ich mal hier raus. Na, wo ist denn der Ausgang? Nehmen wir mal diesen hier. Und laufen mal zum Turm. Zunächst mal zu diesem Turm hier. So, schaut ihn euch an. Und dann gehen wir zum nächsten Turm. Und schauen uns auch an. Sie sehen doch gleich aus, nicht wahr? Ja, jetzt schon. Es ist nämlich mir bei der Aufnahme, beim Bau, ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Naja gut, Fehler. Gut. Darauf hat mich dann mega meine LP darauf aufmerksam gemacht, hat gesagt, die oberste Etage ist falsch gebaut. Und nachdem ich dann nachgefragt habe, sagte er, die untere Cobblestone-Reihe ist oben zu hoch. Alles in der obersten Etage muss einen Block runter. Die unterste Cobblestone-Reihe oben muss mit dem Holzboden eben sein. Gut, das ist jetzt nicht so leicht zu verstehen, aber er hat völlig recht gehabt. Ich habe das dann kontrolliert. Und dann habe ich das hier im Creative-Modus, ne, habe ich das abgeändert und habe dann deshalb den Turm jetzt auch Mega-Miner-Turm genannt. Das ist als Dankeschön dafür, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Jetzt haben wir das wieder alles richtig. Wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen will, dass das jetzt falsch war. Natürlich war es falsch, weil ich den Turm nachbauen wollte. Aber man kann natürlich auch sagen, gut, das ist jetzt ein etwas anderes Design gewesen. Also insofern war es natürlich das falsche Design. Aber im Prinzip war es schon trotzdem ein schöner Turm, aber man merkt das eigentlich gar nicht. Ich habe das gar nicht gemerkt, ne? Aber dann auch beim Schneiden habe ich es nicht gemerkt, aber dann nach dem Kommentar von Megaminer LP habe ich das natürlich nochmal genau nachgeprüft, weil ich zuerst dachte, ich hätte alles richtig gemacht, aber man macht immer noch so kleine Fehler da rein. So, jetzt essen wir erstmal was. Und dann sage ich euch, was ich jetzt mache. Ich habe nämlich dann nach der Aufnahme, nach der letzten, nach dem Schneiden habe ich es auch nicht gemerkt. Das war jetzt die vorletzte Aufnahme. Nach der letzten Aufnahme, wo wir hinten das Ding ausgeräubert haben da. Also ihr wisst schon, was ich meine. Diese Festung. Nachdem wir diese Festung ausgeräumt haben, habe ich dann nachher erst überlegt, mein Gott, da sind doch Sachen drin noch, die du wunderbar benutzen kannst, nicht nur die Bücher. Und deswegen fahren wir jetzt mal ins Lager. Und dann kann ich jetzt auch mal die Musik anmachen inzwischen. Moment. So. Geht's? Jo, es läuft. Wunderbar, ich hoffe, sie ist nicht zu laut. Sie war in den Aufnahmen davor zum Teil. In der letzten habe ich sie wieder ein bisschen lauter gemacht. Da war sie mir ein bisschen zu leise. Zum Teil hat sie kaum gehört. Es ist immer so ein bisschen so eine Sache. Man soll ja ein bisschen was von der Musik hören, aber natürlich nicht zu viel. So, und für ein Bauprojekt, das auch in meiner... Da ist nichts drin. Da können wir aber was reintun. Zum Beispiel können wir... Na, Cleanstone haben wir eigentlich genug, oder? Naja, lassen wir das erstmal. Wir können... Was habe ich denn hier noch? Ich habe noch...
Spitzhacke. Ich bräuchte noch eine Spitzhacke irgendwie. Falls ich keine mehr habe. Immer noch Steinspitzhacken. Ich meine, die können wir natürlich auch mal aufbrauchen. Nehmen wir die doch mal mit. Wofür haben wir denn das Zeugs? Hier ist auch noch so eine angefressene. Nehmen wir die einfach mal mit. Ich weiß nicht, wie lange die halten. Aber dann haben wir wenigstens da mal ein bisschen Platz vielleicht. So. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe da ein Projekt vor noch im Kopf. Das heißt, es steht schon auf der To-Do-Liste. Das Projekt ist hinten am Neuberg, wo eure Häuser stehen. Also nicht alle, weil ich ja mehr Häuser bekommen habe als dahin passen. Deswegen haben wir ja jetzt hier geradeaus auch ein paar Häuser hingesetzt. So, da möchte ich gerne, habe ich ein Projekt vor, nämlich da hinten den Berg dann zu besiedeln im weiteren Verlauf. Da hinten, hinter diesem, na, oben drauf, da, dass man da irgendwie rüberkommt. Vielleicht baue ich die Eisenbahn da rum, also die U-Bahn. Es sollte ja eigentlich von hier aus dann zum Urlaubsressort gehen, aber das wollte ich ja dann nachher da bauen jetzt inzwischen. Der Platz hat sich ja geändert. Und was steht denn da eigentlich? Ah. Wieso ist das Y so dünn hier? So, und ja. Und hier wollte ich auch noch ein Gebäude hinstellen auf den Neuberg. Da ist noch ein bisschen Platz dafür. Und dann wollte ich da drüben noch besiedeln. Und für dieses eine Projekt brauche ich viel von dem Zeugs, was wir uns jetzt mal holen aus der Festung. Da habe ich doch gedacht, mein Gott, du brauchst ja nicht nur die Dinger mitnehmen, die Bücher. Die sind ja auch schon relativ wichtig, die Bücher, aber da kannst du ja noch viel mehr Sachen mitnehmen. Und das machen wir doch gleich mal. Kann ich eigentlich auch mit der... Ich sollte eigentlich die Bahn dahin verlängern, aber das wäre natürlich eine tierische Aufgabe. Aber das könnte man natürlich machen, denn die Bahn wird ja dann hier weitergeführt. Da ist ja die Sandmine. Na, und dann geht die Bahn dann nachher weiter. Die geht dann bis zum Urlaubsressort hin. Dann kann man sie ja abbiegen lassen und dann hier so quer durch die Pampa. Irgendwie da braucht man natürlich sehr, sehr viel Gleise und so, dass man dann da zur Granitmine kommt. Da kann man sich ja dann den Granit holen und so weiter. Aber es ist ja auch nicht so weit eigentlich. Man kann natürlich das Stück auch laufen und so selten wie wir da sind, lohnt sich das eigentlich fast gar nicht mit der Eisenbahn. Naja, werden wir mal sehen. Ich meine, zum Urlaubsressort, da werden wir natürlich viel bauen und da fahren wir dann wahrscheinlich auch öfter hin. Sieht man das denn von hier schon? Würde man das dann von hier schon sehen, sage ich mal? Vielleicht von hier. Kann ich da eigentlich, ich habe doch da eine Treppe gemacht nach oben, ne? Da können wir ja mal gucken, ob wir hier auf diesem alten Leuchtturm, der ist ja gar nicht ausgeleuchtet hier unten, sieht man da denn, so, wenn ich schräg gucke, da ganz hinten links jetzt am Rande sieht man diesen Kackstift. Na, und da würde dann, also man wird das von hier sehen, man wird es auch vielleicht von der Sandmine aus sehen. Vor allen Dingen, wenn ich es noch ein bisschen rechts rüber baue, ob man es jetzt von der, da von uns aus sieht, weiß ich nicht. Aber wir haben hier doch, ja, da haben wir ja welche gemacht. Fackeln, meine ich. So, jetzt müssen wir mal schnell zusehen, dass wir, es dunkelt ja schon, dass wir jetzt zügig zu unserem Dings kommen, da zu unserer Granit- und Dioritmine. Wir haben so ein bisschen verplappert. Oder ich mich. Ihr könnt da ja nichts zu, wenn ich mich verplappere.
Aber schauen wir mal, dass wir hier relativ schnell sind. Es wird schon dunkel. Es wird schnell dunkel. Das muss hier irgendwie was aus den Tropen sein, dieses Minecraft. So schnell, wie das hier dunkel wird. Oder soll ich mich hier doch lieber hinlegen? Ich glaube, ich lege mich hier besser hin, mal zwischendurch. Habe ich denn das Bett mit? Ja, natürlich.